Das müsste genug Kohle für Plastik sein. Ihr. 200 Eisenplatten. Ja, gib mal her. Die tue ich oben bei den Säureproduktionsdinger mit rein. Noch irgendjemand 200 Stück auf Lager? Nö, okay. Kupfer bräuchte ich auch für irgendwas. Haben wir irgendwo noch einen Kupfervorrat? Ich klau mal hier. Nom 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 nom. So. Achso, Fließbinder wollte ich auch haben. Und kleine Ärmchen. So. Jetzt gehen wir nach oben und gucken da mal nach dem Rechten. Vor allem können wir jetzt ja da oben auch die verbesserten Ölsachen bauen. Also wir können jetzt Schweröl in Leichtöl umsplitten und wir können die Ölraffinerien so einstellen, dass allgemein weniger Schweröl produziert wird. Sondern gleich von vornherein mehr Leichtöl. So, Schwefelsäure. Ist okay. Kupfer. Eisen. Mehr Batterien. Das muss wirklich durchgehend laufen. Batterien ist das Wichtigste überhaupt wegen, ne? Lasertürmen später. So, was wollten wir jetzt? Wir wollten jetzt bessere Fabriken. Oh, Gemstone Processing. Das brauche ich auch. 100 blaue Tränke. Komm schon. Weil dieses Crystal Formation Mining Drill Ding, das brauchen wir, um Chunks auf Ruby zu bekommen? Nee, wir brauchen Chunks auf Ruby, um das Ding zu bauen. Okay, damit können wir auf jeden Fall die Kristalle abbauen. Schneller abbauen. Und die Kristalle brauchen wir für die Lasertürme. Weil die Vanille-Lasertürme jetzt tierisch viel Strom brauchen. Lila? Lila Stromgeneratoren. Und es braucht keine blauen Tränke. Das wäre eine gute Idee. Muss ich mir überlegen. Was haben wir noch im Angebot? Noch schnellere Fließbänder. Ganz viele Inserter. Very fast Half-Output. Half-Output-Inserter. Hä? Long-Handed Filter Inserter. Achso, das ist so ein Smart-Ding. Okay. Züge, nein. Toolbelt-Slot, ja, wäre praktisch. Aber eigentlich wollte ich Waffenzeug machen. Was wäre denn Waffenzeug? Was brauchen wir dafür? Wir brauchen Raketentechnik. Oh, wir kriegen eine Combat Shotgun. Das ist die beste Waffe, die wir hatten in Vanilla. Also für uns zumindest beste Waffe. Also Raketenforschung. Was brauchen wir für die Raketenforschung? Explosives. Und für die Raketenforschung selber auch noch Flammables. Aber das ist alles rote und grüne Tränke. Ich glaube, das mache ich mal. Damit wir die Combat Shotgun bekommen. Und dann die bessere Munition für die Combat Shotgun. Und dann könnten wir schon anfangen, kleinere Basen wieder anzugreifen. Also gut, einmal Brennstoffzeug erforschen. So, Schwefelsäure braucht auch Eisenplatten. Das ist jetzt nicht gut. Ich habe jetzt alles unten reingeschmissen. Gib mal 400 davon wieder zurück. Damit sich hier nichts staut. Bei dem Petroleumgas ist leer. Was? Ach so, wegen Plastik, ja. Ich glaube, wir sollten vielleicht mal kurz die Plastikproduktion pausieren. Damit sich hier ein bisschen Petroleumgas staut. Light Oil ist alles weg, ist alles hier. Heavy Oil, guckt euch das mal an, das ist sehr schön. Okay, also alles hier an Heavy Oil werden wir jetzt umsplitten auf Leichtöl. Und direkt danach von Leichtöl auf Petroleumgas. Und das schicken wir dann hier oben hin, damit es da hinten in die Tanks kommt. Also wir brauchen Chemiefabriken. Wofür wir wieder Eisen und Kupfer brauchen. Tut mir leid, Batterien. Tut mir echt leid, ihr seid wichtig und so. Aber das da oben ist gerade wichtiger. Also Chemical Plant. 2 Stück werden es sein. Dann haben wir ganz viele Rohre noch, die wir brauchen. Und zwar keine MK2-Rohre, das ist Verschwendung. Da, ganz normale Rohre. Wir können derweil schon mal die hier umstellen.
auf Stopp, auf Besseres. Wir bekommen kein Öl. Crude Oil. Oh, das Bessere brauchte Wasser. Das habe ich vergessen. Also wir müssen jetzt von hier hinten Wasser holen, um all die hier mit Wasser zu versorgen. Das ist nicht so gut. Absolut nicht gut. Unterirdisch. Da. Da rauskommen. So ist okay. Weil das ist auch falsch rum. Ah, wir müssen jetzt alles neu machen. Okay. Alle Rohre weg, alle Rohre weg. Wo gehst du? Du gehst oben zu den Tanks hin, okay. Wie schaut es oben bei den Tanks aus? Wow, wow, wow. Okay. Sehr geil. Alle Tanks sind voll mit Rohöl. Du bitte besseres Zeug. Du bitte besseres Zeug. Okay, rechts muss überall Wasser rein. Links kommt Öl rein. Okay. Das heißt. So. Da haben wir schon mal Öl. Dann geht ein unterirdischer nach da, kommt da raus. Geht da, kommt da raus. Öl. Öl. Okay, Fabriken sind schon wieder alle mit Öl angeschlossen. Dann brauche ich jetzt eine Offshore-Pump und ich nehme ruhig eine MK2-Pump, damit mehr rausgepumpt wird. Flammables haben wir. Brauchen wir Explosives Research. So, eine Offshore-Pump. Zack. Das muss hier oben lang laufen. Wir brauchen mehr unterirdische Rohre. Wir brauchen mehr normale davon. Also du gehst runter. Du gehst hoch. Du musst auf der Höhe. Ja. Bis nach da, nach da, nach da. Oh, stopp. Hier muss der erste Stopp sein. Da geht's raus. Da geht's runter. Ah, es ist dreckiges Wasser. Nein. Jetzt ist in den Pipes auch überall dreckiges Wasser. Warte. Ja, ist überall dreckiges Wasser drin. Das war ein Denkfehler. Okay. Weg, 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 weg. Wir brauchen also Strom. Und zwar den guten Strom. Oh, dann brauchen wir hier eine Fabrik. Dann musst du bitte Wasser herstellen ohne Nebenprodukte. Ja, ohne Nebenprodukte. So, okay. Und der kann jetzt von hier aus. Wo wollen wir es lang liegen? Hier, ne? Ja, okay. Da. Was? Ich soll es von unten nach oben machen. Das ist einfach einfacher. So, von da nach da, von da nach da, von da nach da. Mehr unterirdische Rohre. Dafür habe ich aber kein Eisen, ja? Ja. Nicht gut. Rohr, Rohr. Ein bisschen vorsichtiger mit den Rohren umgehen, dann passt das schon. So. Also du gehst runter, gehst auf maximale Reichweite dahin. Kommst schon mal bis hier, das ist ein Anfang. Gehst du von da nach da. Also wir haben schon mal zwei Fabriken angeschlossen. Sehr gut. Die stellen jetzt wieder Zeug her. Ich brauche also noch mehr Eisen für die Rohre, damit das Ding auch noch angeschlossen wird. Mache ich gleich. Jetzt hätte ich allerdings erstmal ganz gerne die Chemiefabrik, die hier aus Schweröl, Leichtöl macht. Die braucht auch Wasser. Die braucht auch normales Wasser. Das wird nicht gut enden. Das Wasser muss dann hier einmal hinten rum. Also ich brauche definitiv viel, 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 viel mehr Eisen, bevor ich hier oben irgendwas Neues machen kann. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt runter. Wir klauen Eisen, wir klauen Kupfer.
für Schwefelsäure, für Batterien und für Rohre. Ich nehme mal einfach hier alles. Alles meins. Meins, 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 meins. Dann löst sich der Staum auch ein bisschen. Genau. Sehr gut. So, das war schon mal Eisen. Und Kupfer hier. So. Dum, dum. Ja, das staut sich nicht so weit. Unterirdisch. Unterirdisch. Da. Da schön weit runter. Damit finde ich es erstmal mehr klauen können. Batterien. Da sind doch ein paar inzwischen. Nehme ich auch ein paar mit. Damit ich eventuell ein paar Lasertürme bauen kann. Also theoretisch könnten wir jetzt die normalen Lasertürme hier bauen. Aber da steht Energy Consumption 600 Kilowatt. Das wird hoffentlich im schießenden Zustand sein. Sonst haben wir echt ein Problem. Brauchen diese Edelstein-Dinger die normalen? Nee. Also wir können nicht jetzt diese Lasertürme bauen und die später zu den Silver Ruby Laser-Turrets umbauen. Das geht wohl nicht. Das ist sehr ärgerlich. Das heißt, wenn ich die jetzt bauen würde, wäre es einfach nur Verschwendung. Mist, 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 Mist. Okay. So, ein bisschen Plastik kann auch nicht schaden. So, Ressourcen müsste jetzt gut eingedeckt sein. Halbwegs zumindest. Bau, Rohre. Ganz viele Rohre, ganz viele unterirdische Rohre. Und dann wieder hoch. Hier unten sollten wir allerdings noch kurz die Bäume neu pflanzen. Damit das auch in die Puschen kommt. Ah, das sieht doch gut aus. Oh, warte mal, sieht man jetzt schon irgendeine Auswirkung davon? Nee, ne? Also ist jetzt keine Delle hier drin. Im Gegenteil, das ist sogar eine Beule. Weg, 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 weg. Dafür sind die Roboter bestimmt später auch super. Stimmt eigentlich. Wir können dann später die Roboter dazu benutzen, die Bäume durchgehend abzufarmen. Also wir machen einfach ein rotes Destroy-Feld über die Bäume. Dann werden die ganzen Samen eingelagert. Und dann haben wir ein Blueprint mit einem riesigen Baumfeld. Da machen wir einmal Klick und alle Roboter setzen dann die ganzen Samen neu. Ah, das ist super praktisch. Okay. Na, da freue ich mich schon drauf. Wird bestimmt cool aussehen. So, und dann müssen wir ganz viele Samen bauen. Das wird eine Weile dauern. Okay. Derweil laufe ich nach oben. Na, staut sich auch schon ein bisschen was. Oh, wir haben keine roten Tränke. WTF. Wir haben keine Steinzahnräder. Weil wir keine Steine haben. Weil Steine aus sind. Gib mir Steine. Das ist jetzt nicht so schön. Du. Steine. Du, Steine. Ist das ganze Ding leer oder ist das jetzt nur so ein kleines Feld, was wir jetzt umstellen müssen? Lauf, 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 lauf. Ah, ist alle. Mist. Okay. Wir brauchen ein neues Steinfeld. Was haben wir denn da? Limestone, das ist wieder was anderes. Das da Eisen? Ich glaube schon. Das kann nicht sein, oder? Das da ist Limestone. Ah doch, da ist Stein, Gott sei Dank. Okay, wir müssen das Muster jetzt ein bisschen ganz hinten erweitern. So. Da hinten erweitern, dann müssen wir die Fließbänder nach da wieder anschließen, dann passt das. So, welche Farbe hast du jetzt? Ein komisches Ocker. Ja, okay, hier sind überall noch kleine Felder davon. Okay, ich dachte schon. Das wäre jetzt echt doof, wenn wir keine Steinvorräte hätten. Also ja, wir können das Stein auch generieren, indem wir einfach Wasser filtern. Und das Wasser können wir in den Tank packen, mit dem Tank zerstören, wenn er voll ist. Also man kann endlos Stein generieren. Aber trotzdem ist das ein wenig umständlich. So, Electric Mining Drill. Also kein Strom. Weil du verbuggt bist. Okay.
Darunter. Hallo Ölfeld. Bye bye Ölfeld. Achso, und hier ist das schon das Richtige, ne? So. Genau, das fährt jetzt ganz bis da hinten hin und wir haben wieder Stein. Okay, das Problem hätten wir also auch gelöst. Mittelfristig. Hier staut sich sonst nichts. Okay. Also, nächste Folge. Laufen wir hoch. Oh, Forschungsende. Waffen. Raketenforschung, ja. Nächste Folge laufen wir hoch. Stellen die Tanks weiter um, dass Schweröl in Leichtöl und Petroleum umgebaut wird. Verteilen die Ressourcen auf Batterieproduktion und Schwefelsäureproduktion, also das Eisen und das Kupfer. Und bevor ich jetzt die Folge beende, setze ich noch ganz, ganz viele Rubber Seeds. Einen buschigen Busch baue ich. Das wird sehr krass aussehen. Wird einfach nur ein Haufen grünen Wuschel sein. So ein dunkelgrüner Wuschel. Und geht nicht auf, aber okay. Ja. Also, die Bäume, die so natürlich vorkommen, die haben ja meistens recht viel Platz um sich rum. Außer es ist ein sehr dichter Wald, aber selbst hier sind sie nicht dicht an dicht. Da sind immer leere Felder zwischen. Wenn wir es allerdings so machen, ist es absolut kompakt. Das heißt, das Feld hier müsste so viel Smog aufsaugen wie der ganze Wuschel hier. Wenn nicht sogar mehr. Wenn sie den Smog aufsaugen. Es kann auch gut sein, dass das da fehlt. Ja. Das muss ich unbedingt im Auge behalten. Ich muss rausfinden, ob die Gummibäume wirklich Smog aufsaugen oder nicht. Und wenn ja, wie viel. Damit ich gucken kann, ob es überhaupt lohnt, die Zeit zu investieren. Also jedes Mal hier hinzulaufen, die auseinanderzunehmen, neu hinzusetzen und so weiter. Also wir brauchen sie als Ressource sowieso, weil wir Gummi brauchen für bestimmte Ditech-Sachen. Aber als Schutzwand gegen Smog, ob sie da nützlich sind oder nicht, das sollten wir halt rausfinden. Und rote Tränke, kommt schon, die müsste langsam produziert werden. Ist immer noch kein Stein hier. Achso. Nein, aus. Das Ding kommt jetzt eh mal weg. Ich habe keinen Platz dafür, okay. Ich will nicht, dass hier jedes Mal die steinernen Zahnräder nichts bekommen, nur weil die hier. Ich könnte sie begrenzen, aber trotzdem nicht. Ich werde das so machen, ich werde einfach direkt an die Kiste hier oben einen Schmelzofen ransetzen. Das heißt, die Fabriken filtern Steine aus, dem Wasser raus und schmelzen den ein zu Steinbricks, um daraus Mauern zu machen. Ist, glaube ich, mit am sinnvollsten, wobei hier nicht so wirklich viel Platz ist. Vielleicht oben. Da haben wir ja auch eine Pumpe. Mit einer Fabrik. Die können wir auf Steine umstellen. Ja, das machen wir dann auch nächste Folge. Also bis denn.